Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteikolleginnen, liebe Parteikollegen, liebe Gäste und liebe Medienvertreter. Zunächst einmal die Reihen sind sehr gelegen. Rufen Sie doch den Kollegen mal aus, Sie möchten reinkommen, damit Sie nichts verpassen. Wir haben vergangene Woche und wie eben gehört, mein Name ist Norbert Senges vom Kreisverband in Höxter. Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet und meine Frau und unsere 24-jährige Tochter lieben, leben und schätzen die Familie. Ich bin Steinmetz und Bildhauermeister, Komponist, Musiker und Sänger und seit 27 Jahren Lehrer an der Lorenzenschule, einer Förderschule in Warburg. Ich habe mit Erfolg Einblick in verschiedenste Berufsfelder gewonnen und mich dabei immer behaupten können und glauben Sie mir, ich weiß, wo der Schuh drückt. Mir liegen besonders die Themen Bildung, Sicherheit und vor allem Generationengerechtigkeit am Herzen. Ich arbeite in der AfD, weil mich die Schieflage in Politik und Gesellschaft, der massive Demokratieverlust und die Tabuisierung wichtiger Themen und Sorgen der Bürger antreiben. Ich bin seit 2013 engagiert und habe beim Aufbau des Kreisverbandes Höxter mitgearbeitet, das Wahlkampfteam mitgeleitet und viele Tankfüllungen vom Kommunal-, Europa- und Bundestagswahlkampf leer gefahren. Ich bin auf Leiter geschrieben, habe Plakate gestratzt und habe Gespräche mit den Bürgern auf den Straßen geführt. Ich bin im Vorstand, im Schriftführer und sind Direktkandidaten ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung gewählt. So viel zu mir. Meine Damen und Herren, TIMSS. Was will der denn jetzt? Trends in International Mathematics and Science Study. Eine internationale Studie zum Vergleich der Leistungen in Mathe und Naturwissenschaften. Die Ergebnisse aus 2014 für Grundschule bis 4. Klasse wurden am vergangenen Dienstag publiziert. Deutschland konnte in der ersten Hälfte keinen Platz belegen. Bester wurde, jetzt bitte einen Augenblick Geduld, Singapur, gefolgt von Hongkong, Korea, Taipei, Japan, Nordirland, Russland, Norwegen, Irland, England, Belgien, Kasachstan, Portugal, USA, Dänemark, Litauen, Finnland, Polen, Niederlande, Ungarn, Tschechische Republik, Bulgarien, Zypern und Deutschland. Meine Damen und Herren, das ist das Ergebnis rot-grüner, total versiffter Bildungspolitik. Die Abkehr vom leistungsorientierten Schulsystem hin zur totalen Degeneration und Schaffung eines beliebig manipulierbaren Volkes. Von den Staatsmedien wurde daraufhin über Tage versucht, dem deutschen Volk zu verkaufen, dass unsere Schüler eben mittelmäßig sind. Meine Damen und Herren, das ist falsch. Wir sind unterdurchschnittlich. Unsere Kinder können nicht mehr rechnen und schreiben und sollen sich mit Gender in der sexuellen Verwahrlosung auseinandersetzen. Das ist krank! Hat uns um unser Bildungssystem und unsere Absolventen und Experten immer beneidet. Das war einmal. Meine Damen und Herren, ich spreche hier vom höchsten Gut der Bildung und der Zukunft dieses Volkes und seiner Kinder. Ich bezeichne die Bildungspolitik als kläglich und total gescheitert. Meine Freunde, letzte Woche habe ich euch erzählt, dass ich einen Besuch in Duisburg-Marxloh gemacht habe und habe euch berichtet, wie ich vor Ort einen desaströsen Eindruck gewonnen habe. Leider ist das nur eine Spitze von unzähligen Eisbergen in unserer Städtelandschaft. Ich zitiere jetzt aus dem Spiegel. Die Banden handeln mit Heroin und Kokain, kassieren in Bordellen oder sind im Schleusergeschäft tätig. Die Brutalität, mit der sie dabei vorgehen, haben sie zur Macht im Milieu werden lassen. Polizisten fürchten sich vor ihnen. Der Staat schaut dem Treiben der Sitten meist tatenlos zu, die Politik ignoriert das Phänomen. Über Jahre hinweg ist auf diese Weise in Deutschland eine kriminelle Parallelgesellschaft entstanden, die nicht hätte entstehen müssen, wenn frühzeitig und entschieden gehandelt worden wäre. Zitat Ende. Meine Damen und Herren,
werden auf frischer Tat ertappt und festgenommen und kurz darauf vom Gericht wieder auf die Straße geschickt. Meine Herrschaften, wie muss ich das für unsere engagierten Frauen und Männer der Polizei anfühlen? Was muss denen durch ihre Köpfe gehen? Sisyphusarbeit, die einen um den Verstand bringt und den Glauben an Recht und Ordnung völlig erschüttert. Wir müssen unsere guten Gesetze anwenden, unsere Polizei verstärken und angemessen ausstatten und unsere Juristen in den den Rücken stärken, um konsequent und nachhaltig zu urteilen. Ich wünsche Ihnen Stärke zum Remonstrieren, anstatt sich krank schreiben zu lassen. NRW ist völlig abgehängt, was Sicherheit und Bildung anbelangt. Jetzt gestatten Sie mir eine Wiederholung vom vergangenen Wochenende. Ich werde Frau Kraft sagen, Frau Ministerpräsidentin, bitte beginnen Sie, die von Ihnen angerührte üble Kraft hier auszulöffeln, damit wir, die Ihnen folgen werden, nicht bis zum Erbrechen schlucken müssen. An Sie und liebe heime Familie und ich liebe Deutschland, auch möchte ich mich niemals von jemandem sagen lassen, warum hast du gegen diesen Wahnsinn nicht alles versucht und getan? Lass mich ein starkes Rad in der AfD sein und des Getriebes des Wandels, sodass unser Motor alle Energie auf diese Erde bringt und wir uns alle ohne Ausnahme den Menschen, den Verstand und der Sache unterordnen. Grabenkämpfe beenden. Wollt ihr Listenplätze oder wollt ihr Kurbelköpfe ins Rennen schicken, welche die deutschen Bürger, die AfD begeistert und ins Boot holen? Wir haben ein wunderbares Parteiprogramm. Lasst uns alle geschlossen dahinter stehen. Danke! Es wäre jetzt Zeit und Raum für Fragen. Bild, Kreisverband Düsseldorf. Ich hätte eine Frage, da Sie Lehrer sind, würde mich interessieren, wie Sie zur Problematik G8, G9 hier in NRW stehen und wie Ihre Lösungsansätze hierfür aussehen könnten. Ja, ich finde diese Frage, sehr schön. G8 und G9. Und ich sehe überhaupt keine Notwendigkeit für G8. Wir haben ein wunderbares dreigleisiges Schulsystem über Jahrzehnte gehabt, um das uns alle beneidet haben. Und warum sollen wir jetzt in 8 Jahren das Abitur machen? Sollen die Leute früher auf der Straße sitzen und arbeitslos sein? Danke. Herr Kollege, mehrere zwei Anmerkungen zur Inklusion und eigentlich das Schulsystem. Wie steht es mit Ihrer Meinung dazu? Inklusion und dreigliedriges Schulsystem. Ja, ich, wie ich dazu stehe, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Also ich bin grundsätzlich absolut dagegen an der Inklusion. Ich kenne sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen an Regelschulen. Wissen Sie, ich mache es mal an einem ganz einfachen Beispiel fest. Eine Lehrerin kommt morgens zur dritten Stunde in die Schule mit vier Inklusionskindern, inklusive am besten noch vier Integrationshelfern. Und wenn sie den Unterricht beginnt, dann fängt auf einmal der Erste an und springt die ganze Zeit hoch und runter nur in der Klasse von links nach rechts, 10 Minuten weg. Wenn die Klasse beruhigt ist und es geht weiter im Unterricht, dann fängt einer an, sich ins Gesicht zu schlagen, sich die Nase blutet. Dann sind die nächsten 10 Minuten weg. Und das könnte ich jetzt beliebig weit fortführen. Ich halte nichts von Inklusion und ich bin für die Rückwärts- und eigenen Schulsysteme. Danke. Nächste Frage, bitte schön. Jetzt mehren sich natürlich die Fragen hier zu Ihrem Beruf, Herr Senges. Sie sind Lehrer an einer Schule für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und die Förderschulen sollen ja abgeschafft werden und sind es auch schon vielfach. Wie stehen Sie denn dazu? Dankeschön. Ja gut, die Förderschule kostet Geld, keine Frage. Aber die Förderschule ist der beste Lehrraum für Menschen mit Behinderung, mit Defiziten. Und ich bin absolut für den Erhalt der Förderschule, auch wenn die Politik die abschaffen will. Dann soll die Politik doch lieber die Milliarden von Griechenland wiederholen, die Milliarden von den Banken wiederholen, haben wir genug Geld für Bildung. Kein Problem. Danke schön. Rüdiger Röberg, Christopher Hagen. Sie haben, Herr Kollege, gerade davon gesprochen. Ich
Pflichtigen sind ja auch dabei, dass Täter von der Polizei aufgegriffen, verhaftet werden und dann anschließend am Gericht wieder freigesprochen werden, dass sie das unmöglich finden. Finde ich auch. Aber wie wollen Sie das ändern? Das Gericht ist frei in seiner Entscheidung. Danke. Hast du eine Frage? Ich glaube einfach, dass den Gerichten mittlerweile auch der Mut fehlt, unsere guten Gesetze auszuschöpfen, damit nicht nächsten Tag wieder irgendeine Scheiße in der Zeitung steht. Es wäre noch Raum für eine Frage. Ich schaue noch mal zu meiner linken Seite. Da sehe ich keinen Arm. Rechte auch nicht. Dort kommt noch ein Arm Rische. Die letzte und bislang Frage, falls es hier alle Zeit ist. Bitte schön. Herr Kollege, würden Sie es sinnvoll halten, dass wir unsere Flüchtlingskinder mit Sprachproblemen an die Förderschule bringen? Erstens wäre damit der Bestand gesichert. Zweitens könnten sie dort in Kleingruppen viel besser gefördert werden als in sonstigen Bereichen, zum Beispiel Grundschulen mit bis zu 30 Schülern. Danke sehr. Zugewanderte Menschen richtig registriert sind, festgestellt sind, dann wird ja auch eventuell ein sogenanntes Sonderschulaufnahmeverfahren gemacht und das wird sich dann von selber klären. Die Rahmenbedingungen sind festgelegt. Ich selbst habe das nicht zu entscheiden, will das nicht entscheiden, möchte ich auch nicht entscheiden. Das ist Sache der zuständigen Regierungsbereiche. Jetzt noch ein paar andere. Ich bedanke mich allen ganz herzlich und wünsche Ihnen alle eine frohe, besinnliche Weihnachtszeit. Dankeschön, Herr Minister.